Herzlich willkommen zu dem ersten Video 2023. Monatsupdate. Ich habe lange überlegt, machen wir Monatsupdate 1 und machen das immer jahreweise durch oder ziehen wir das jetzt durch? Keine Ahnung, ihr werdet es im Titel sehen. Überlege ich mir wieder spontan beim Einschlafen. Auf jeden Fall erste Video 2023. Es müsste jetzt gerade bei euch 1.1.10 Uhr sein. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und wirklich von ganzem Herzen nur das Beste für dieses Jahr. An erster Stelle Gesundheit, an zweiter Stelle Erfolg. Macht das Beste aus dem Jahr. Macht das, was euch Spaß macht. Macht das, was euch Energie gibt. Lasst euch nicht ablenken, lasst euch nicht beeinflussen, sondern zieht alle einfach euer Ding durch. Achso, ich bin übrigens alleine hier im Büro heute. Das heißt, ich kann hier richtig rumschreien. Ich habe mir ein paar Sachen wieder zusammengeschrieben. Ich muss mir noch das alte Video auf jeden Fall aufmachen, wegen Kommentaren. Wir legen los. Achso, ich habe lange überlegt, machen wir wieder ein Jahresrückblick-Video, wie wir bisher immer gemacht haben. Habe ich diesmal nicht gemacht. Wir versuchen ja weniger Videos zu machen, wie ihr schon gemerkt habt, aber diese komprimierter, besser, knackiger, inhaltlicher, geiler. Und ja, ich finde, es ist der bessere Weg, wenn wir jetzt schon diese Monatsupdates machen, dass wir uns wirklich auf diese Monatsupdate konzentrieren und nicht noch zusätzlich, weil ihr hättet quasi, das war 22, am nächsten Tag ein Monatsupdate, fand ich irgendwie nicht so geil. Das heißt, wir können das auch auf jeden Fall hier in ein Video reinpacken. Dezember 22, wie immer, wir fangen erstmal rückblickend an. Im letzten Monatsupdate hatte ich euch ja von unserer Blackbox zum Black Friday erzählt. Da will ich einfach nur kurz sagen, wir hatten 500 von diesen Boxen, die waren auch ausverkauft. Und auf dem Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es war der Wahnsinn für mich, weil 500 ist ja auch schon eine Zahl. Jetzt stehe ich auf der Essen Motor Show am Tresen und sehe wirklich reihenweise bei uns über den Stand die Leute mit den Klamotten laufen. Weil ich weiß nicht, wer von euch jetzt eine Box hat, aber die Leute, die eine Box haben, da war unter anderem ein quietschgelber Pulli drin und dieser gelbe Pulli stichte einfach ins Auge. Und weiß ich nicht, ich würde wirklich sagen, 30, 50 von diesen gelben Pullis habe ich schon gesehen. Also es ehrt uns wirklich als Team, dass ihr die Sachen nicht nur kauft, sondern auch wirklich diese Sachen tragen wollt. Und es für euch eine Ehre ist, die direkt auf der Essen Motor Show, weil es war nur wenige Tage danach, anhabt, bei uns auf den Stand kommt, ist einfach ein geiles Gefühl. Und da wollte ich an dieser Stelle als allererstes in dem neuen Jahr einfach mal Danke für sagen. Danke, danke, danke einfach für diesen Support. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die ersten 100 Käufer zwei Tickets für die Essen Motor Show bekommen haben. Aber das, also ich hätte mit dieser Quote hätte ich nicht gerechnet. Also A, generell das Feedback dazu, kaum Retouren, Retouren im einstelligen Prozentbereich. Ja, danke. Mehr kann ich dazu nicht sagen, war wirklich überwältigend. Genauso überwältigend, wo wir gerade bei Essen Motor Show sind, es wurden jetzt Zahlen veröffentlicht, über 200.000 Zuschauer. In Rekordzeiten vor Corona waren es über 300.000 Zuschauer. Ich persönlich muss sagen, ich habe die Messe fast genauso voll gesehen wie 2019. Gerade weil unser Stand und der Stand von Jean-Pierre hat so eine Art Korridor gebildet und es war halt immer voll. Das heißt, es wird schon so gewesen sein, dass es bei uns immer gleich voll war, auch wie 2019. Aber der Rest der Messe wird wahrscheinlich 2019 noch voller gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz 200.000 Leute in aktuellen Zeiten. Ich habe es mal selber so im Kopf hochgerechnet, was euch eigentlich so ein Essen Motorshow-Besuch kostet. Keine Ahnung, als Beispiel, ihr kommt zu zweit 300 Kilometer Entfernung. Heißt, man muss mit dem Auto 600 Kilometer fahren. 600 Kilometer aktuell im Durchschnitt. Ihr seid ja alles Petrolheads. 10 Liter Verbrauch sind also 60 Liter, die ihr schon mal verbraucht. 60 Liter sind aktuell zu der Zeit knappe 120 Euro. Tickets, ein bisschen Verpflegung, ein Parkplatz, bist du bei 200 Euro. Für zu zweit, für einen Tag Essen Motorshow. Das ist schon wirklich, habe ich mir dann so überlegt, das ist schon viel Geld. Und umso krasser ist es halt einfach, dass 200.000 Menschen auf diese Essen Motor Show kommen. Also das war wirklich Essen Motor Show, muss ich selber sagen, war ein voller Erfolg. Ihr wart da, wir waren da, die ganzen Projekte waren da, meine ganzen Kollegen, ich nenne sie jetzt einfach mal Kollegen, die ganzen anderen YouTuber, Influencer, reihenweise bei uns auch am Stand vorbeigekommen. Es sind einfach 10 Tage, aber diese 10 Tage lohnen sich auch, weil jeder Tag aufs Neue einfach cool ist. So. Ein Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Reihenweise sind die Leute zu mir angekommen am Tresen und meinten, Philipp, Wie kannst du so cool bleiben, wenn die Leute eure Autos immer anfassen? Da kann ich wirklich ganz ehrlich nur
meine Community, meine Fans, meine Zuschauer immer wieder in Schutz nehmen, auch wenn das manche Leute nicht verstehen. Wir machen jetzt seit 2017 Events und es ist wirklich auf allen Events und Veranstaltungen noch nie etwas kaputt gegangen und noch nie etwas weggekommen. Ich kann es jetzt nicht einschätzen, ob bei uns auf dem Stand vielleicht einer mal einen Aufkleber, ein Mikrofasertuch klaut. Darum geht es auch gar nicht. Aber Fakt ist, auch an den ganzen Autos sind ja auch wertvolle Teile dran, die man schon mal schnell entwenden könnte. Es ist wirklich nie was weggekommen. Es wurde nie etwas beschädigt. Natürlich sind 1 Million Fettfinger danach auf dem Auto drauf. Aber wenn ihr unsere Autos seht, seht ihr auch, wie viel Detailer da drauf ist. Wenn Finger schon drauf geht, merkt man schon, wie schmierig die Oberfläche ist. Ich muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass am Ende dann doch, es ist zwar nicht der Respekt da, das Auto nicht anzufassen, aber es ist dann doch immerhin der Respekt da, nichts zu beschädigen. Ich kann es vollkommen verstehen. Wir reden über so viel Carbon in den ganzen Videos, über Perfektion, über Faserverlauf und so weiter, dass wenn man in dem Moment davor steht, will man einfach mal dieses Carbon spüren. Klingt jetzt doof. Ich weiß auch, dass es einige gibt, die werden sagen, nein, man fasst keine fremden Sachen an. Macht man eigentlich auch nicht. Aber wir bauen ja diese Autos auf YouTube, damit sie gezeigt werden. Und irgendwie, weiß ich nicht, gehört auch ein bisschen dazu, es zu spüren. Weiß ich nicht. Ich kann einfach nur Danke sagen, dass wirklich nichts kaputt gegangen ist. Ich kann mit einem guten Gewissen sagen, nein, wir brauchen keine Absperrung. Es passiert hier nichts. Die Autos kommen heile wieder an. Auch wenn es teilweise gar nicht meine Autos sind, sage ich das sogar für fremdes Eigentum. Deswegen an der Stelle wollte ich einfach nochmal sagen, danke. Genauso 10 Tage Essen Motorshow, jede Minute hat sich wieder gelohnt. Die Gespräche, die man einfach an den Tresen führt, die Leute, wie ihr ankommt, wie ihr alle euch einfach nur bedankt, wie ihr sagt, Philipp, durch deine Videos, durch Marius Engagement, Detailverliebtheit, durch diese ganzen Partner, die du ranholst, die auch alle, die alle nur eine Vision haben und das ist, geilen Scheiß zu bauen. Es motiviert die Leute dann doch. Allerdings vermehrt, muss ich wirklich dazu sagen, meine Generation und älter, nicht darunter, das Gleiche zu machen. Und das war der Grund, warum ich ursprünglich mal mit YouTube angefangen habe. Einfach, um meine Leidenschaft weiterzugeben und den Leuten zu zeigen, ey, wenn ich das kann, könnt ihr das irgendwo auch. Ich weiß, das hat alles einen Rahmen. Natürlich kann man nicht selber in der Garage eine Vollcarbon-Limo bauen oder man kann natürlich auch nicht ein Auto selber lackieren. Aber als Beispiel am Abarth ist ja schon wirklich vieles dran, was wirklich selbst gebaut ist. Deswegen... Ja, nee, das ist für uns wirklich immer eine riesen Motivation, eine riesen Bestätigung, euer Feedback dazu bekommen, auch zu merken, wie ihr alle Details an den Autos euch anguckt, wie ihr die Autos als Referenzen seht, dann uns dazu als Vorbilder. Das ist wirklich ein cooles Gefühl, ist wirklich immer so, ja, fast schon so, man kann es mal gar nicht glauben, wenn man in dem Moment da steht. Also klar, ich kann selber immer nicht glauben, wenn dann wieder Essen Motorshow ist, auf einmal stehen alle Autos da. Kann ich immer erst am Tag glauben, wenn es soweit ist. Am Ende klappt es aber und ja, einfach cool. Thema Videos, Essen Motorshow, gab es ein bisschen Hate, hab auch kommentiert. Der eine oder andere wird es merken, ich kommentiere öfter auf negative Kommentare, solange sie konstruktiv sind. Weil konstruktive Kritik ist immer gut, nur so kann man es besser machen. In dem Fall gab es ein Video, wo wir relativ wenig auf die Autos gefilmt haben. Liegt einfach daran, unsere Ansteckmikrofone waren kaputt. Ihr wollt einen guten Ton, hier drin ist es schön leise, da reicht das Richtmikrofon. Richtmikrofon heißt, dieses Mikrofon da oben nimmt genau das auf, wo es gerade drauf zeigt. Wenn jetzt der Kameramann auf das Auto filmt, hört ihr uns nicht mehr beim Unterhalten. Jetzt war es so geplant, dass danach jemand rumgeht und alles abfilmt, worüber wir uns unterhalten haben und dabei passiert meistens leider der Fehler, dass dann zu wenig gefilmt und eingeblendet wird und es am Ende so wirkt in dem Video, als wenn ihr nichts gesehen hättet. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Ich habe mich auch in den Videos schon entschuldigt. Wir haben es auch im Laufe dieser Videos immer besser gemacht und wir sind uns da schon darum bewusst. Genauso wie wir dann mit den Ansteckmikrofonen nach und nach immer mehr am Ton arbeiten, weil ich kann euch sagen, nur ein Ansteckmikrofon ranmachen ist nicht alles, weil ihr müsst die verschiedenen Tonspuren synchronisieren und auch die Ansteckmikrofone nehmen ja Umgebungstöne auf. Also es muss am Ende fürs Ohr einfach auch gut klingen. Und da geht dann teilweise in so ein Video, übertrieben gesagt, fast mehr Zeit und Aufwand in den Ton rein. Das muss man als allererstes machen, weil ihr müsst als allererstes den Ton durchgehend im Video gut haben. Erst dann kann man das Video schneiden. Fast mehr Aufwand in den Ton rein. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe lange überlegt, überhaupt Videos auf der Essen Motorshow zu machen. War mir nicht sicher, wie diese Videos ankommen. Ich wusste allerdings, dass die Videos ein krasser Aufwand sein wird. Bedingt durch Ton, bedingt durch Aufwand im Sinne von, ich bin auf dieser Messe, um meine Autos zu zeigen, damit wir Klamotten verkaufen, damit ich am Stand bin, damit ich euer Feedback bekomme, damit ihr mich seht, damit wir Fotos machen können. Das ist ja alles das Gesamtpaket von der Messe. Und dann kommen die Kamerajungs um die Ecke und sagen, Philipp,
Videos. Wir müssen Videos machen. Wir brauchen Videos. Wenn aber mal ein bisschen Zeit zum Verschnaufen ist, hat man natürlich andere Gedanken, zum Beispiel mal was essen, als Videos zu machen. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben 5 Videos auf der Essen-Motorshow gemacht. Die liefen auch wirklich alle gut, muss ich wirklich sagen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Essen-Motorshow-Videos gesehen habt und ob ihr, falsch, wenn ihr auf der Essen-Motorshow wart und die Videos auch noch angeguckt habt, dann schreibt mal einen Kommentar. Oder ob das alles Leute waren, die nicht auf der Essen-Motorshow waren und sich die Videos angeguckt haben aus Interesse. Bin ich mal gespannt. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Leute da waren und trotzdem das Video geguckt haben, weil sie so ein bisschen interessiert waren, ey, ich habe so und so wahrgenommen, wie hat Philipp das wahrgenommen? Könnte ich mir vorstellen. Aber trotzdem danke. Das ist ein Video, wo ich einfach nur Danke sage, aber es ist halt einfach so. Eigentlich hätte ich das ans Jahresende alles gepackt. Jetzt ist es das erste Video. Gute Vorsätze für das Jahr. Ich finde, es wird generell viel zu wenig Danke gesagt und es wird auch generell viel zu wenig mal einen Lob ausgesprochen, was ich schade finde, weil ich weiß einfach, wie krass motivierend ein Lob ist. Deswegen bin ich auch jemand, der bei Instagram häufiger mal einfach randommäßig, wenn ich irgendwie auf irgendwelche Bilder verlinkt werde oder einfach irgendwie coole, ihr kennt das so, man swipet einfach die ganzen Reels durch und man sieht mal was Cooles aus Deutschland, dann schreibe ich da schon gerne mal ein Lob drunter, weil ich weiß einfach, wie motivierend und wie gut einfach so ein Lob tut. Deswegen finde ich es teilweise schade, dass es immer zu wenig ist, aber ihr könnt euch ja auch mal als Vorsatz für das neue Jahr nehmen. Nicht bei mir, sondern überall. Einfach auch mal, wenn ihr was toll findet, wenn sich einer Mühe gibt, einfach mal ein Lob aussprechen. In Summe wollen wir ja alle zusammen unser Autotuning retten, nach vorne bringen und einfach das Beste draus machen. Nächster Punkt aus Dezember. Unsere College 2.0 Kollektion. Da hat ich habe jetzt öfter schon gesagt, unser Lehrling, soll nicht abwertend klingen, aber Nico macht bei uns die zweite Ausbildung schon. Der geht jetzt gerade in dieser Videosache voll auf, hat da ein Reel zu rausgehauen. Wir bewerben unsere Klamotten immer über Reels, über Instagram. Das würde ich jetzt gerne einfach mal einblenden, weil für mich ist diese Kollektion die beste, die wir je gemacht haben. Jeder, der die Sachen in der Hand hat, sorry für die Werbung gerade, sagt auch, Alter, Schnitt, Stoff, Optik, Style, wirklich, wirklich geil. Deswegen auch da würde ich gerne mal wieder Lob aussprechen, Nico. Hast du geil gemacht, deswegen blenden wir das jetzt hier kurz ein. Gerade beim Thema Lob sind. Jetzt blenden wir hier noch einmal den Porn aus dem JP-Video ein, wo ich mit Jean-Pierre über die Messe gelaufen bin. Auch den Porn fand ich ultra geil. Das Video ist im absoluten Chaos entstanden. Samstag, Essen Motorshow. Es gab extrem viel Negativkommentare in diesem Video. Es war das erfolgreichste Video des Monats. Logischerweise, alle Videos mit Jean-Pierre gehen immer durch die Decke. Es gab ein bisschen negatives Feedback, warum die Leute uns so einengen, alle das Handy in der Hand nehmen, alle ein Foto machen und so weiter. Sind wir mal ehrlich, auch da muss ich dazu sagen, es hat sich jeder vernünftig verhalten. Es ist einfach so. Es gibt andere Leute wie Montana Black, wenn der über die Gamescom läuft, hat der 15 Securities um sich rum, die bilden eine Kette und so läuft er durch. Das ist bei uns nicht notwendig auf der Essen Motorshow, weil die Leute sich auf der Essen Motorshow, selbst wenn sie nah an einen rankommen, ein Foto machen wollen oder das Handy zücken, verhalten sie sich aber immer noch fair. Das heißt, wir wurden nicht bedrängt, wir mussten uns nicht Platz machen. Wenn wir freundlich gebeten haben, haben die Leute auch Platz gemacht. Wir konnten in Ruhe filmen. Ruhe, natürlich stehen da tausende Menschen drumherum. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn ihr zum Fußballspiel geht, wollt ihr die Fußballer sehen, da wird genauso ein Foto gemacht. Ein Großteil der Leute kommt zur Essen Motorshow wegen einem Jean-Pierre, wegen den Projekten, mit Sicherheit auch wegen mir, wegen unseren Projekten und allen anderen, die da sind. Und wenn man jetzt auf einmal diese Person oder diese Fahrzeuge sieht, man muss da leider Person und Fahrzeug auf ein gleiches Level stellen, ja, dann diese Chance hat man einfach nicht so häufig und ich kann das schon in gewisser Weise verstehen, dass man da hinterherläuft, dass man dranbleibt und ein Foto macht. Deswegen habe ich auch dort direkt einen Kommentar platziert, wo ich gesagt habe, hey, es haben sich alle fair verhalten, es war nicht so, dass wir da irgendwie bedrängt wurden. Bitte hört auf, so krass negativ zu schreiben, weil wir waren uns um die Situation immer bewusst, haben es in Kauf genommen und waren da einfach d'accord mit. Deswegen kann ich seitens mir und Jean-Pierre auf jeden Fall sagen, alles cool. So, jetzt hat Nico da einen kleinen Porn rausgehauen. Der war ein bisschen provokanter mit Inkasso-Henry,
weil Inkasso Henry, ihr werdet es gleich sehen, macht halt so ein paar Sprüche. Es hat zum Glück keiner so verstanden, dass wir diese Sprüche auf die Leute in dem Video davor appliziert haben, sondern es haben echt einige gefeiert, diesen Stil des Porns. Und deswegen wollte ich da auch nochmal sagen, geil, Nico, ich habe es auch gefeiert. Ich fand es in Summe cool. Ich habe es 0,0 so gesehen, dass Inkasso Henry jetzt auf die Leute bezogen war, sondern es hat einfach da reingepasst, es hat es aufgelockert und es war seit langem einfach mal wieder eine neue Art von Porn, was wirklich selten ist, weil, wenn man ehrlich ist, sind ja schon alle Porns ziemlich ähnlich von Effekten her. Und mit den Einspielern und so, geil, danke. Deswegen an der Stelle auch ein kleines Lob. Ich habe gesagt, ich werde dieses Jahr viel Lob aussprechen. Wir blenden genau jetzt den Porn ein und dann ist das Thema auch durch. 2 Minuten, meine Damen. 2 Minuten? Ja, weil ich bin ein bisschen bekannter hier als ihr. Geht ihr mal ein bisschen zur Seite, mal bitte, da mal. Ja, wir drehen hier, Mensch. Geht mal zur Seite. Weiter geht's im Text. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Kommentare ein. Boah, das müssen wir jetzt ein bisschen kurz machen, sonst wird das Ganze wieder viel zu lang. Wir fangen mal wirklich wieder mit den Top-Kommentaren ein. Das ist am einfachsten. Wie vereinbarst du Frau und Kind mit den vielen Reisen und vielen Events und den nächtelangen Schrauben? Wann kommt da mal das Frage-Antwort mit ihr? Geiler Punkt. Wir müssen mit meiner Frau, mit Kimi, ein Frage-Antwort-Video machen. Allerdings, ich glaube, es ist noch cooler, wenn ich nicht dabei bin. Kennt ihr so auf Hochzeit diese Spielchen, wo man das Hochzeitpaar Fragen fragt? Wie würde dein Mann das sagen? Oder wer von euch beiden ist der und der? So ähnlich müssten wir da mal was machen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, cool. Ich muss dazu sagen, liebe meine Frau, ich habe sie nicht ohne Grund geheiratet. Sie steht so 100% hinter mir. Sie ist definitiv meine starke Seite. Sie stützt mich jeden Tag. Wenn es in einer Beziehung passt, dann passt es in einer Beziehung und dann lebt man sich einfach so durch den Alltag. Man braucht sich nicht für irgendwelche Dinge rechtfertigen. Am Ende sind wir beide auf einer Wellenlänge und ich weiß selber ganz genau, dass wenn ich tagelang weg bin, ich natürlich erstmal ein bisschen Zeit wieder für Frau und Kind brauche, es die und die Termine im Jahr gibt, die wir zusammen wahrnehmen. Ist schwierig zu erklären, aber wenn es passt, dann passt es. Das muss man einfach mal so ganz klar sagen. Und genau so versuche ich auch dort meine Zeit mit der Familie effizient zu nutzen. Das heißt, wir sind viel unterwegs, wir machen viele Events zusammen, auch Abendveranstaltungen, um einfach in der Zeit, die wir haben, alles unter einen Hut zu bringen. Aber das Frage-Antwort mit Kimi müssen wir auf jeden Fall machen. Kurze Frage, wie schaut es bei euch mit der neuen Halle aus? Geht's voran? Den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben als nächstes. Da kommen wir im Thema Januar gleich zu. Wie sieht es mit einem Besuch von einer Tractor-Pulling-Veranstaltung aus? Guter Kommentar. Ich stand auf der Essen Motorshow wieder vor dem Gerät. Wir müssen einfach dabei sein nächstes Jahr. Das verspreche ich euch. Das werden wir auf jeden Fall mit wahrnehmen. Was ist eigentlich aus Marius, seinem Limo-Projekt mit Leistung geworden? Er erzählt mir immer, wie viele Leute ihn darauf ansprechen. Da ist bisher nichts raus geworden, weil dieses Auto ist ähnlich wie mein RS4 B7, der Kombi. Die Autos sind einfach perfekt, so wie sie da stehen. Leistung kann man nie genug haben. Marius geht voll und ganz halt in den Golf auf jeden Fall erstmal auf. Natürlich wünscht er sich da den leistungsstarken Motor drin. Aber aktuell ist es definitiv so, 2 Kinder. Das bleibt erstmal so. Boah, ja, die Frage ist gefährlich. Könntest du dir in Zukunft vorstellen, ein Rennstreckenauto aus einem Fulltube-Chassis von Grund auf aufzubauen? Ihr werdet es nicht glauben, aber ich stand neulich in der Garage vorm Abarth. Hab mir überlegt, wie es so mit dem Auto weitergeht. Und irgendwann habe ich so aufgezählt, wir könnten das verändern, das verändern, das verändern, das verändern. Oh, das wäre ja wieder eine neue Karosse eigentlich. Also in der Tat, als ich bei Nils war, als damals Pauls Chassis gebaut wurde, habe ich mir auch so überlegt, in den Bereichen, wo ich mich aktuell bewege, ist ja alles ohne TÜV und ohne Reglement. Das heißt, man könnte auch ein ganzes Auto einfach selber bauen. Ich sehe mich allerdings aktuell nicht in der Lage, bei einem Rundstreckenauto ein perfektes Auto zu bauen. Weil ich einfach keine Erfahrung in dem Bereich habe. Ich habe keine Erfahrung im Thema Achsgeometrien, irgendwelchen Lenkrollradien, Nachlauf, Sturz, Federwege, Spurbreite.
das sind so viele Punkte, die dieses Chassis am Ende bestimmen würden, dass ich halt einfach irgendwo ein perfektes Chassis kaufen könnte. Aber das ist es ja nicht, was ich machen wollen würde, weil ich würde es ja, wenn dann wieder selber meine eigenen Ideen und so weiter noch krasser machen. Deswegen bin ich da definitiv aktuell noch nicht, was für die Rundstrecke angeht, auf dem Stand. Für die Viertelmeile, Beschleunigung geradeaus, da hätte ich schon einige krasse Ideen, aber für die Rundstrecke nicht. Da das Thema Kosten angesprochen wurde, wie sieht es bei euch als Aussteller aus? Wie viel kostet euch so eine Messe im Gesamten? Allein die ganze Logistik dahinter stelle ich mir sehr aufwendig vor. Guter Punkt, würde ich dieses Jahr auch gerne mal drauf eingehen, weil ich behaupte, keiner gestaltet so eine Messe so effizient, wie wir es tun. Und auch nur deswegen können wir uns diese Messe überhaupt leisten, ist einfach so. Es geht schon damit los, ein Quadratmeter auf der Essen Motor Show kostet während der gesamten Zeit 100 Euro der Quadratmeter. Das heißt, es gibt noch ein paar Rabatte, aber nicht viel. 100 Euro lässt sich einfacher rechnen. Habt ihr jetzt einen Stand mit 300 Quadratmeter, sind das schon mal 30.000 Euro. Dann Thema Personal. Team Alos, bekannt dafür, ein wildes Team. Bei mir, das Team besteht meistens zum Großteil aus Freunden, aus Kumpels, aus Partnern. Das heißt, die machen das unentgeltlich. Denen stelle ich nur eine Übernachtungsmöglichkeit, Essen und einfach 10 geile Tage zur Verfügung. Ganz viele schreiben mich auch wirklich an und sagen, ey Philipp, können wir das mal mitmachen mit euch? Das würden viele gerne immer mitmachen, aber da muss ich halt als erster Linie auf die Leute zurückgreifen, die mir das ganze Jahr lang helfen und deswegen natürlich auch bei der Messe mit dabei sein dürfen, wollen, möchten. Egal, Marius, Tom, Daniel, Luke, Alex, alle, die da so vor Ort sind, bis auf, wir haben natürlich ein paar Angestellte von Alos auch immer mit am Start, die machen das wirklich einfach nur, weil sie Bock drauf haben, dabei zu sein. Artyom, Chris, oh, Ron, ich könnte euch so viele aufzählen, weil für die, ihr dürft nicht vergessen, das ist, alle Leute in meinem Umfeld haben einfach diese Leidenschaft, diese Passion für Autos. Und wenn man diese Leidenschaft, diese Passion hat, sieht man es auf der Essen Motor Show nicht als Arbeit, sondern es ist Freizeit. Es ist einfach geil, es ist cool, es macht Spaß. Das heißt, andere Firmen hätten da halt noch Personalkosten. Bei uns ist es nur Übernachtung, Verpflegung und so weiter. Dann sind wir ja sogar so krass, dass wir unseren Teppich von PS Days einen Tag lang abgesaugt haben und wieder aufgerollt haben und dort wieder verlegt haben. Das heißt, alles, was ihr auf der Essen Motor Show gesehen habt, machen wir selber. Teppich verlegen, oben die ganze Abhängung aufhängen. Das sind alles Sachen, die ich gebraucht, eBay Kleinanzeigen Junkie, zusammengekauft habe. Traversen, der Container, der muss mit dem LKW hingefahren werden. Dann haben wir ja einen eigenen 7,5er, der fährt 2-3 Mal hin und her mit der ganzen Ware. Das heißt, Summe, summarum, 30.000 Fläche. Bei uns kommt da nicht mehr so viel dazu. Ich behaupte jetzt mal, Übernachtung, Verpflegung, Spritkosten hin und her, ein bisschen Personal, ein bisschen Logistik. Dann kauft man hier mal einen Banner, da kauft man nochmal ein bisschen Holz. Hier kauft man das. Sagen wir nochmal 10.000 Euro, ist man bei 40.000 Euro. Muss ich dazu sagen? 40.000 Euro klingt für manche jetzt viel, für manche extrem wenig, weil Messe ist einfach das teuerste, was es gibt. Aber ihr könnt euch selber ausmalen, das sieht mit Sicherheit so aus, als wenn man extrem viel verkauft auf so einer Messe. Aber 40.000 Euro muss man halt auch erstmal wieder reinholen, ne? Das ist einfach so. Aber wie gesagt, bei der Messe geht es mir wirklich nicht ums Geld verdienen. Messe ist für uns einfach dabei sein, euch etwas zurückgeben, euch zu zeigen, was wir das ganze Jahr lang gemacht haben, euch kennenlernen, sich auf das nächste Jahr einstimmen. Und wenn das Ganze am Ende dann auch noch durch einen Klamottenverkauf, durch einen Pflegemittelverkauf bezahlt macht, dann hat man alles richtig gemacht, ne? Aber wir ackern auch wirklich hart, weil wir haben keinen Messebauer. Wir machen alles selber. Wir kloppen da wirklich tagelang richtig an. Deswegen auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an mein ganzes Team. Jeder einzelne von euch, ihr wisst es. Ich sage euch das immer wieder. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch dafür wirklich. Gerade dieses Jahr auf der Messe hat wirklich jeder vor Ort bei uns 100% gegeben. Das Team ist so perfekt eingespielt. Das ist einfach geil, muss ich wirklich sagen. Also da bin ich wirklich, also fast am stolzesten von allen bin ich wirklich auf mein Team. Schon ein krasses Lobvideo hier, ne? Aber es ist das erste Jahr hier davon ja schon mal. Frage zum Thema SVB7. Wie siehst du zum Kombi noch die Limo und das Cabrio? Wäre eine B7-Limo zur B5-Limo für dich noch interessant? Derzeit ist der Kombi ja um einiges günstiger. Das liegt folgendermaßen daran. Hatten wir schon ein paar Mal, ich sage es nur immer wieder gerne, ganz viele denken, dass es die RS4 B7 Limo so wenig gab. Das ist aber nicht korrekt, weil es gab ungefähr 5000 RS4 B7 Kombis. Ja, es gab 6000 B5 Kombis, das heißt, es gab weniger B7 Kombis als B5. Es gab aber 7000 Limos. Diese ganzen Limos sind nur alle nicht nach Deutschland gegangen, sondern eher nach Russland, nach Amerika, nach Japan und so weiter. Das heißt, irgendwann kommen diese ganzen Limos wieder zurück und dann denke ich mal, gibt es mehrere Limos. Cabrio V8, geil. Tonne schwer, aber geil. Muss man halt Bock drauf haben, weil es ist halt immerhin mal ein breites Cabrio.
Okay, in diesen Kommentaren ist wirklich, passt zu diesem Video, weil es ist extrem viel Lob drin und einfach nur Anerkennung. Finde ich geil. Du warst mit Celo bei Speedtech in Düren. Ja, mega. Habe ich auf der Messe auch wieder getroffen. Auch ein Punkt, weswegen ich die Messe einfach liebe. Man steht am Tresen und jede Minute kommt ein bekanntes Gesicht um die Ecke und du freust dich einfach kurz, dich mit den Leuten zu unterhalten. Speedtech in Düren hat noch so viele Projekte, die ich euch zeigen will, dass ich immer wieder gesagt habe, Jungs, ich kann jetzt nicht für 2 Stunden vorbeikommen, weil ich brauche bei euch mindestens einen ganzen Tag. Ey, diese Autos, die da stehen. E46 mit V8, E46 mit V10, E90 mit V10. Gefühlt alle V10s, die es gibt, sind da. E36 mit M4, wirklich ein perfektes Auto. Nee, da muss ich ganz in Ruhe hin und wir müssen wirklich zu jedem Auto ein Video machen. Wir müssen jedes Auto fahren. Die haben ja auch sogar Track-Tools, also die sind auf Rennstrecke unterwegs. Boah, da können wir so viel zeigen. Kommt auch Anfang, bekommt Fritz mit 3, 4 oder 5 ein kleines E-Auto zum Reinsetzen und selber lenken? Oder hat Mutti da was dagegen? Mutti hat da gar nichts gegen, die unterstützt das sofort. Die weiß, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, ziehe ich es eh durch. Die weiß, wie sie mich glücklich macht. Die würde niemals dagegen etwas sagen. Und natürlich kriegt der Kleine ein Elektroauto zum Reinsetzen. 3, 4, 5 kommt mir aber ziemlich spät vor. Also ich habe da eigentlich mit 3, 4, 5 schon andere Visionen. Ich würde mal nächstes Jahr, also dieses Jahr, schon mal angehen, ein Elektroauto ferngesteuert, wo er selber ein bisschen lenken kann. Aber man kann auch ferngesteuert lenken. Und selber fahren muss der Kleine so ein kleines Elektroding. Eigentlich hoffe ich Ende nächsten Jahres. Also mit 1,5 bis 2. Mal abwarten. Was ist deine Meinung zu den elektrisch gesteuerten Wastegates? Geile Frage. Mich hat nämlich tatsächlich Turbosmart kontaktiert. Turbosmart ist meines Erachtens der einzige Hersteller aktuell für elektrische Wastegates. Kurz vorweggenommen, elektrische Wastegates, was heißt das? Normalerweise ist ein Wastegate, hab durch Zufall dekomäßig eins hier auf der Werkbank, weil es aus Edelstahl ist, auf der Fensterbank stehen. Wastegate, ein großes Ventil, wenn der Abgas Strom so viel ist, dass er am Turbolader vorbeigeführt werden muss. Das ist meistens der Fall, wenn dein Soll-Ladedruck erreicht ist und du den Ladedruck mindern oder regeln willst, dann geht dieses Ventil auf und der Strom geht an den Turbolader vorbei. Damit dieses Ventil aber geschlossen bleibt, weil im Krümmer ist der Abgasgegendruck, welcher ja die Turbine von dem Turbolader antreibt. Immer wenn man etwas antreiben will, braucht man einen Druck. Das heißt, hier ist Druck. Damit dieses geschlossen bleibt gegen den Druck, ist hier natürlich eine starke Feder drin. Boah, die ist sogar so stark, dass man sie teilweise kaum drücken kann. Elektrische Wastegates haben jetzt den Vorteil, dass sie oben einen Motor drin haben und dieses Ventil auf- und zufahren. Das heißt, man hat 2 Vorteile. Erster Vorteil ist, man hat hier nicht so eine starke Feder. Das heißt, man braucht weniger Kraft, um das Ventil zu öffnen. Dieses Wastegate braucht mindestens einen Systemdruck von 1 Bar, damit ich die Feder hier überhaupt geöffnet kriege. Mit einem elektrischen Wastegate könnt ihr theoretisch im Leerlauf ohne Ladedruck das Ventil schon aufziehen und die Abgase am Turbolader vorbeiführen. Und der nächste Punkt ist noch, was einen am meisten an einem Wastegate stört, ist, ihr habt keinen Kontrollwert. Ich sehe zwar im Steuergerät, dass mein N75, das Ventil hier, taktet 75%. Ich weiß aber nicht, was dieser Kolben hier gerade drin macht. Klemmt der, geht er auf, geht er zu, steht das Wastegate vielleicht offen? Und bei einem elektrischen ist es so, ihr habt eine Art Poti. Das heißt, ihr seht immer, wo das Ding gerade stand. Das heißt, ich weiß ganz genau, beim Schalten war das Wastegate dauerhaft zu, damit Ladedruck wirklich sofort wieder da ist. Das ist der Vorteil von einem elektrischen Wastegate. Aktuell habe ich leider noch keine Anwendung dafür. Von der Theorie her wäre es Limo perfekt. Da wäre es wirklich perfekt. Da kriege ich die niemals hin, weil die elektrischen Wastegates sind hier natürlich ein bisschen dicker. Boah, ich wüsste jetzt ein Auto, wo ein elektrisches Wastegate perfekt wäre, der Typ würde mich ja mal töten. Das wäre bei Marius am Golf. Da wäre Platz. Und gerade mit Frontantrieb, Marius, wenn du das siehst, ich habe schlechte Nachrichten. Gerade für Frontantrieb wäre es halt voll geil, weil da kannst du natürlich den Ladedruck da wirklich so richtig krass regeln. Und wir wollen mit dem Auto ja wirklich an die Grenze heran. So viel zum Thema elektrischen Wastegate. Ihr könnt euch freuen, da kommt auf jeden Fall auch noch was. So, das reicht jetzt erstmal mit Kommentaren und so weiter, sonst wird das Video wieder 1 Stunde lang. Januar. Was steht uns bevor? Sowohl in diesem Jahr als auch im Januar. Also, als allererstes, ihr habt es mitbekommen, es ist eine Wette mit Jean-Pierre am Laufen, die ist aus dem Nix entstanden. So, wir gehen mal hier weiter lang. Achtung, dürften wir einmal durch. Danke sehr. Guckt der, wie viel Platz er ist. Alt. Also in 2 Monaten geht der an. Ja. Und was? Wir müssen was wetten. Wir müssen eine coole Wette machen. Okay, wir machen eine coole Wette.
am 10. Februar. Mhm. 10. Februar. Mhm. Läuft. Ich muss los. Ich muss weg. 10. Februar was, genau? Dass der Motor läuft, dass die Schlüssel um die Motor läuft. Also alles drin, alles dran? Ja, schon, eigentlich. Ehrlich? 10. Februar? Okay, dann bin ich bereit. Wenn der jetzt am 10. Februar fährt, fahren wir zusammen mit Limo und Supergolf auf ein Event zusammen. Okay. Bis zum 10.2. muss Limo anspringen. Dann werden Jean-Pierre und ich irgendwann mal auf einer Veranstaltung nebeneinander zwei Autos zur Show stellen, ein Rennen fahren. Nein, wir haben nicht vor, die Autos zu vergleichen, welches Auto besser, schneller, wie auch immer ist. Es geht einfach nur darum, einmal so Fast and Furious-mäßig rüber zu gucken und Jean-Pierre steht neben einer Ampel. Darum geht es eigentlich. Deswegen muss dieses Auto bis zum 10.2. laufen. Ich habe es zu Hause schon angekündigt. Der Januar wird hart. Wir müssen nämlich noch Thema Motorhalter. Ich habe auf euch gehört, habe den Motor tiefer gesetzt. Jetzt passt es mit der Ansaugbrücke zur Haube. Das heißt, ich muss Thema Motorhalter neu bauen. Ich werde die Achse vorne nochmal abändern, dass ich die Achse rausnehmen kann und die Ölwanne abnehmen kann. Wir müssen hinten das Diff noch aufhängen. Kardanwelle, Antriebswellen sind schon in der Mache. Dann Motor wieder raus. Rohre bauen, Ladeluftkühler anpassen. Nockenwellen sind bei die Bilas fertig. Das heißt, wir können den Motor komplettieren. Wir können die Rohre bauen. Elektrik. Es wird auf jeden Fall Chris KKS vorbeikommen und mit uns die Elektrik final machen. Es gibt im Innenraum noch ein paar coole Sachen. Thema Bremse. Also ich denke mal, der Januar bis zum 10.2. wird voll mit Limo. Voll mit Marius Golf. So. Dann habe ich mir fest vorgenommen, Januar, Februar, März Thema Halle weiter anzugehen und ihr auf jeden Fall ein Hallen-Update bekommt, weil so langsam, es muss jetzt weitergehen. Das ist der Punkt für Januar. Also ich entschuldige mich schon mal dafür, wenn der Januar ein bisschen einseitig wird, weil natürlich ist für mich absoluter Fokus jetzt 10.2. Limo muss bis dahin anspringen und laufen. Ich denke mal, ihr werdet es verstehen, weil da kann ich mich nicht lumpen lassen. Aber ich denke mal, das ist eigentlich auch das, was ihr sehen wollt. Natürlich werden wir das Ganze hier und da noch ein bisschen wieder interessant machen, auch mit ein paar Themen drumherum, die jetzt nicht nur Limo sind, aber so ist grob der Plan. Jetzt habe ich noch einen Punkt auf meiner Liste hier stehen. Ja, zwei Punkte habe ich noch. Es kam jemand zu mir an Stand, muss ich mich erstmal für entschuldigen, und wollte mit mir einen Livestream machen. Hatte aber auch eine Kamera, hatte ein Kamera-Equipment bei. Ich habe es erst gar nicht gerafft. Bis ich dann gemerkt habe, im Nachgang, das war Skyline TV. Ich soll nach Philipp fragen. Philipp, ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich habe nicht so viele Inhalte von euch konsumiert, aber ich habe den Live-Chat. 7.500 Leute schauen zu und ich würde einfach vorschlagen, dass der Chat sich mit dir unterhält. Tuning und ihr habt ein Franchise-System für Katzen. Ihr habt Katzenrestaurant-Franchising? Nee. Aber was, ihr dürft auch kein Bullshit reden, Chat. Tunt ihr auch Tesla oder beschränkt ihr euch auf bestimmte Marken? Also ich bin absolut nicht der Elektro-Fan. Sind viele hier, glaube ich, heute nicht, ne? Wir sind eher so alles, was knallt, was laut ist, was Emotionen verbreitet. Und wir machen auch kein Tuning für andere Autos, sondern wir schrauben nur unsere eigenen Autos. Aber bei dem Anfahren an der Ampel, wenn es auf Grün geht, einfach mal so gefühlt doppelt so schnell zu sein wie ein Benziner, macht für mich auch ein gewisses Emotionsfeeling. Kommt auf den Benziner an. Das ist derjenige, der auch für Monte und für Marc Gebauer die ganzen Livestreams macht. Das heißt, der hatte in seinem Rucksack ein... Ich würde liebend gerne mal ein Video über dieses Gerät machen, so nenne ich es einfach mal. Der hatte in seinem Rucksack ein Streaming-Setup mit etlichen verschiedenen SIM-Karten und der hat es tatsächlich geschafft, in dieser vollen Essen-Motorshow-Halle auf Twitch zu streamen. Wir haben es noch nicht mal geschafft, unser EC-Cache-Gerät vernünftig am Laufen zu haben. Und ihr musstet teilweise eine Minute warten, weil das EC-Cache-Gerät mit der SIM-Karte schon überfordert war, weil so viele Leute da waren. Deswegen vollsten Respekt an die Jungs, das haben die wirklich drauf, mobil solche Streams zu liefern. Und dabei habe ich dann nochmal nachgedacht, was könnten wir in diesem Jahr ändern, neu machen, was mir Spaß machen würde. Und ich sitze wirklich teilweise lange hier in meiner Firma und ich habe mir überlegt, ich werde ab Januar mir ein Streaming-Setup hier einrichten. Und zwar wirklich genau da hinten an der Wand im Büro. Das heißt, wenn ich da sitze und streame, könnt ihr hier im Hintergrund sehen, was im Büro so passiert. Das kann tagsüber sein, das kann abends sein und so weiter. Und das Ganze würde ich als Anfang nehmen, wenn dann meine Halle fertig ist, dass wir da auch Streamingplätze haben. Weil jeder, der mich schon ein paar Jahre kennt, weiß, ich bin groß geworden mit Livestream. Livestreaming war eigentlich mein Ding. Handy in der Hand, Mikrofon oben drauf, Facebook, Livestream. Ich war unterwegs in 360p. Ihr erinnert euch an die legendären Livestreams bei Björn. Wir haben Motoren zerlegt, kaputte oder zusammengebaut. Da will ich eigentlich gerne wieder hin und um da ein bisschen reinzukommen, würde ich gerne Zeit hier abends im Büro nutzen oder unten im Ladenverkauf, wo wir jetzt ja Limo zusammenbauen und würde anfangen gerne ein bisschen zu streamen. Ich denke mal, wir werden das schon auf Twitch machen,
Und ihr könnt ja gerne mal, wobei ich würde das Ganze gerne schon wirklich offen mit euch zusammengestalten. Das heißt, ihr könnt in diesen Livestreams dann entscheiden, was wir machen. Ob wir, so wie es alle machen, irgendwelche alten Videos angucken. Finde ich allerdings nicht ganz so geil, aber könnte man auf jeden Fall machen. Weil es gibt ein paar Videos, die ich mir mit Absicht jetzt schon nicht mehr angucke, weil ich weiß, ich würde sie gerne mit euch zusammen angucken. Also wirklich so alte Knallerdinger. Ich hatte eine extrem coole Idee, war auch ein Vorschlag von euch. Auf der Messe von jemandem, der stand vor mir und meinte, ey, Philipp, ich verstehe es, du kannst nicht zu jedem hinfahren und die Autos vorstellen, aber du könntest doch diese Autos online vorstellen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass ich in den Livestreams Autos vorstelle. Das heißt, die Leute können mir im Vorfeld dazu Material zuschicken, idealerweise ein Video ums Auto rumgefilmt, was ich einfach in dem Moment live schalte und wir uns zusammen das Auto angucken. Und vielleicht ist die Person dann sogar anwesend in dem Stream auch und kann selber dazu was sagen. Jetzt nicht anwesend bei mir vor Ort, aber in dem Stream drin sein. Finde ich irgendwie cool. Spiele zocken nicht so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach diesen zwei Corona-Jahren hat mir der Kontakt zu euch auf der Essen Motorshow wirklich gut getan. Also es war wirklich so, ich war abends wirklich einfach platt. Also platt im Sinne von die Gespräche, das Adrenalin, das ist ja schon alles positiver Stress für den Körper. Und es war einfach, es war einfach geil. Und da habe ich so gemerkt, vielleicht sollte ich doch mal dieses gucken, ob mir dieses Livestream liegt. Ich weiß, es liegt mir, weil wir haben es ja jahrelang über Facebook gemacht. Deswegen, ihr könnt euch darauf freuen. Ich denke mal, es geht auch schon im Januar los. Twitch, ein bisschen Stream. Mal gucken, was wir daraus machen. Seid hoffentlich alle mit fleißig am Start. Und dann gucken wir mal, was daraus geschieht. Das soll kein Ersatz für YouTube sein, keine Angst. Das ist wirklich zusätzlich. Um einfach, YouTube ist für mich diese krassen technischen Videos, das Dokumentieren von Umbauten, und Twitch ist einfach so ein bisschen, fehlen mir die Worte, es ist so ein bisschen mehr wie eine Messe, muss ich wirklich sagen, es ist ein bisschen mehr wie eine Messe oder wie eine Veranstaltung, nur dass auf Messen und Veranstaltungen man immer nicht die Zeit hat, sich mit den Leuten zu beschäftigen, was natürlich dann in einem Livestream, wo ich entspannt vorm Rechner sitze, meinen Kaffee, meine Cola, meine Heineken habe und wir uns das einfach gemeinsam reinziehen. Alles Weitere können wir dann selber entscheiden, zusammen entscheiden, was, wie, wo wir da machen. Das heißt, da sind uns alle Möglichkeiten offen. Und man könnte auch witzigerweise Sachen machen, deswegen hier im Büro. Vielleicht seht ihr auch gar nicht mich vor der Kamera, sondern ihr seht mich hier an meinem Rechner am Arbeiten und Joni, Marius, irgendeiner aus dem Team setzt sich da einfach mal hin und denkt sich so, ach komm, ich mache jetzt mal einfach den Stream an und quatsch einfach mal ein bisschen durch. Fände ich auch geil. So dieses unverbindliche, schnelle, einfach so, bumm, jetzt geht's los. Da würde ich gerne wieder hin. Und daraus weiß ich, wenn man das weiter optimiert, sind wir vielleicht irgendwann so weit, dass ich selber wieder live streamen kann bei Veranstaltungen, bei Messen und so weiter. Meine legendäre Talkrunde, das ist jetzt, puh, wie lange ist das jetzt her? Wann war die? Boah, ich guck mal kurz nach. Die finde ich ja recht schnell. 2017. Krass, 5 Jahre schon her. Ich hatte eine Talkrunde bei uns im Ladenverkauf gemacht. 27.12.17. Gute 5 Jahre, bisschen über 5 Jahre. So eine Talkrunde würde ich einfach wirklich gerne mal wieder machen, aber aktuell habe ich nicht die Möglichkeiten dazu, weil ich mich noch nicht genug damit beschäftigt habe, welches Setup brauche ich, wie konstant läuft die Internetleitung und so weiter. Und das würde ich gerne einfach über diese Streaming-Sache erfahren. Ja, so, ein letzter Punkt. Ich bin immer ein Freund von Ehrlichkeit, bevor es irgendwelche Gerüchte gibt. Ich sitze deswegen hier alleine im Büro, weil wir haben einen weiteren Abgang bei uns. Maxi war jetzt 3 Jahre bei uns, ist zum 1.1. leider ausgeschieden. Ich sage das deswegen jetzt, weil ich es unfair fände, wenn es jetzt wieder irgendwelche Gerüchte gibt. Deswegen sage ich es gleich. Er ist zum 1.1. ausgeschieden. Im wirklich perfekten Verhältnis. Alles gut. Wir sind hier kein Weltunternehmen mit x-tausend Mitarbeitern. Ich verstehe das vollkommen, dass Personen Visionen haben und diese sich einfach erfüllen wollen im Leben. Und ich bin auch jemand, der sowas dann auch gerne unterstützt, möglich macht, wie auch immer. Deswegen wünsche ich auf diesem Wege Maxi alles Gute für die Zukunft. Ich möchte noch nicht verraten, wo die Reise hingegangen ist, aber er wird auf jeden Fall dort viel erleben, viel Spaß haben und sich auch definitiv beweisen. Weil ich bin, Maxi, wenn du das siehst, ich bin auf jeden Fall dankbar für alles, was du gemacht hast. Du hast uns viel gebracht, viel beigebracht. Wir haben viel zusammen gemacht. Wir haben wirklich viele coole Porns zusammen durchgezogen, die Online-Shops gebaut und so weiter. Da ist übrigens eine Bewerbungsrunde offen. Ihr habt es ja im letzten Monatsupdate schon gesehen, die ganzen Bewerbungen. Da bin ich immer noch hinterher. Da könnt ihr euch auf jede Menge Neues freuen, weil mein Vorsatz für 2023 ist, neben dem Lob aussprechen, was auch an Mitarbeiter geht, mein großer Vorsatz für das Jahr ist, ich möchte
das Team deutlich vergrößern und möchte somit mehr Sachen abgeben, dass ich wieder mehr Zeit zum Schrauben habe und dass wir neue Ideen in dieses Konstrukt reinkriegen. Dass einfach mal jemand um die Ecke kommt, ey Philipp, lass doch mal so ein Video machen oder ich habe hier eine Idee, ich habe da eine Idee, dass dieses Team bei uns weiter wächst und wir einfach mehr Zeit für die Schrauberei haben, für die Projekte haben, für einfach, dass man von außen denkt, es geht in die richtige Richtung, es wächst, man gibt Sachen ab und man kann sich mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Hat mit Thema Halle zu tun, hat mit Thema Videos zu tun, hat mit Twitch zu tun, hat mit Arlos zu tun. Ich habe ja angekündigt, da will ich jetzt auch wieder Gas geben. Ja, der eine oder andere hat bestimmt schon eine Antwort auf seine Bewerbung bekommen. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank an Maxi nochmal an dieser Stelle und vielen Dank an euch. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Viel Erfolg in diesem Jahr. Bleibt alle gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und wir sehen uns am Dienstag im nächsten Video. Bin gespannt, worum es geht. Ciao.